Ja, es geht jetzt um die Aufgabe Sinus x mal 2 Sinus x minus 1 gleich 1. Ja, richtig, man muss die Klammern lösen. Man darf auf keinen Fall versuchen, jetzt irgendeinen Satz vom Nullprodukt anzuwenden. Der ist hier verboten oder andersrum. Der wird hier suggeriert so ein bisschen, ist aber falsch. Völlig richtig, das heißt, wir multiplizieren das aus. Das heißt, das Sinus Quadrat x, das ist Sinus x zum Quadrat. Das ist eine abkürzende Schreibweise, die mir die Klammern spart. Minus Sinus x gleich 1. So, und was meinst du? Ja, jetzt sollte, also das was Sie hier in der Situation sehen sollten, Ihr Indiz ist dieses zum Quadrat. Dieses zum Quadrat ist durchaus ein Indiz. Ein Indiz wofür? Ein Indiz für Mitternachtsformel. Und das heißt, Sie müssen, wenn Sie Mitternachtsformel anwenden, normalerweise substituieren. Das heißt, wir substituieren jetzt W gleich Sinus x und wir erhalten dann 2W Quadrat minus W minus 1 gleich 0. Ja, und das ist, jetzt sind wir auf Niveau Klasse 8, das können wir rechnen. So, hat jemand schon gerechnet, was da rauskommt? Sonst muss ich es irgendwie wieder selber machen. Ich glaube, minus 1,5 und 1. Die 1 stimmt. Die 1 stimmt, wenn man das einsetzt. Und die minus 1,5 ist hier, vielleicht ist auch plus 1,5. Muss ich schon rechnen, 1,5 zum Quadrat ist ein Viertel, 1,5 minus 1,5 wäre, ja, 1,5 minus 1,5, passt doch nicht, das ist doch plus 1,5, egal, ich muss es rechnen. Also, W1,2 gleich 1 plus oder minus die Wurzel aus 1 zum Quadrat minus 4 mal 1 mal 2, also plus 8 Viertel. So, und das ist dann 1 plus, das ist die 1, wie ich schon gesagt habe. Und das W2 ist minus 1,5, ja, doch bestimmt. Gut, also das heißt 1 minus 3 ist minus 2 durch 4 minus 1,5. So, jetzt machen wir die Rücksubstitution. Die Rücksubstitution, erster Ansatz, Sinus x gleich 1. Wie geht das weiter? Ja, dann haben Sie x gleich der Arcosinus von 1. Und der Arcosinus von 1, den sollten Sie kennen, zum Beispiel aus der Tabelle, das ist Pi halbe. Also haben Sie da x1 gleich Pi halbe. Das x2, das ist Pi minus x1. Und das wäre also auch Pi halbe. Damit ist x2 gleich x1, was irgendwie logisch ist. Ja, wenn Sie sich den Sinus anschauen, dann sehen Sie, hier ist irgendwo die 1. Da haben Sie einen Hochpunkt und normalerweise hätten Sie x1, x2, aber Sie gehen genau durch den Hochpunkt. Deswegen entfällt in der Situation das x2. Und dann müssen Sie hier irgendwie noch ein plus 2k Pi dahinter schreiben. So, das war der erste Teil der Rücksubstitution. Jetzt kommt der zweite. Sinus x gleich minus 1,5. Und dann kriegen Sie wieder x, also schreibe ich jetzt x3 gleich Arcus Sinus von minus 1,5. So, und dann müssen Sie überlegen, was war denn der Arcus Sinus von 1,5? Und der Arcus Sinus von 1,5, der war ja Pi Sechstel. Der ist Pi Sechstel, ja? Das können Sie wieder aus der Tabelle ablesen. Also ist der Arcosinus von minus 1,5, jetzt müssen wir den Sinus, wenn der hier bei Pi Sechstel, bei minus, also wenn das hier das 1,5 ist, dann ist das minus 1,5 hier. Und dann sehen Sie, müssen Sie Pi Sechstel nach hier vorne gehen, haben Sie also 7 Pi Sechstel. Das ist 7 Pi Sechstel. Bitte aufpassen, dass ich mich nicht verrechne. Und das x4, das wäre dann Pi minus 7 Pi Sechstel. Und das ist minus Pi Sechstel und es passt, ja. Also das heißt, wenn hier irgendwo die Y-Achse ist, haben Sie den und den. Ja, das sieht gut aus. So, und dann vergessen Sie nicht das plus 2k Pi.
Und insgesamt können wir jetzt folgende Lösungsmenge angeben. Das ist die Menge aller x-Element R, für die gilt, x ist gleich, also entweder das hier, Pi halbe plus 2k Pi oder x ist gleich minus Pi Sechstel plus 2k Pi oder x ist gleich, x ist gleich 7 Pi Sechstel plus 2k Pi. So, ist ein bisschen klein geworden für alle k, die ganzzahlig sind. Ja, und sowas würde ich von Ihnen schon erwarten, dass Sie das hinkriegen. Jetzt wissen Sie natürlich, im Abitur wird in der Regel die Lösungsmenge im Bereich 0, 2 Pi gefragt. Also schreiben wir die noch hin. So, und im Intervall 0, 2 Pi liegen zum einen das Pi halbe. Dann das 7 Pi Sechstel. Aber das Minus Pi Sechstel liegt nicht drin. Ja? Das Minus Pi Sechstel ist offensichtlich außerhalb. Da müssen wir dann irgendwie hier hingehen. Also quasi 2 Pi minus Pi Sechstel rechnen. Und ich glaube, das sind 11 Pi Sechstel. Und damit haben Sie die Lösungsmenge gerechnet. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?